Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, hier in der Kirche und all denen, die über YouTube uns zuschauen, ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am 5. Fastensonntag. Es geht um das Leben. Auch wenn die Texte dieses Sonntags zunächst einmal sehr pessimistisch erscheinen, sehr düster zu sein scheinen. Es geht um das Leben, das aus dem Tod erwächst, das Leben, das Leben ist. Das, worauf wir uns vorbereiten in dieser Fastenzeit, das, was wir Ostern feiern. Besinnen wir uns einen Moment und bitten Christus um seinen Kommen.
In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: Herr, sieh, der, den du liebst, der ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus war im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er den Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nimm den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kam zu glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die Menschheit wichtiger ist als alle anderen Geschöpfe in der Welt,
Das war die Mücke vor ihm war. Nicht nur die Mücke, auch die Kleinstlebewesen, Bakterien, Mikroben und Ähnliches und auch die Viren. Und nun hat er uns so ein kleiner Fristen. Wir sind überrascht, sprachlos und müssen in aller Demut feststellen, es gibt nicht viel mehr, was wir tun können, als uns auf die Situation einzustellen und unser Leben radikal zu ändern. Stopp. Mit allen unabsehbaren Folgen. Auch wenn die wirklich strengen Ausgangsbeschränkungen erst eine Woche gelten, es zeigt sich schon jetzt, dass es gar nicht so einfach ist, das Alleinsein. Und auch nicht das enge Miteinander von Familien auf engem Raum, ohne die Möglichkeit, die Freizeit aktiv mit anderen zu gestalten. Und dass die Älteren, Vater, Mutter, Oma, Opa, die wir gerne besuchen würden, isoliert bleiben müssen, ist das Recht nicht leicht. Wir suchen nach Lichtblicken. Wir suchen die Kontakte online in einem viel größeren Maß als bisher. Wenn ich mich früher wunderte, dass das Smartphone meiner Nichten und Neffen ständig irgendwelche Töne von sich gab und sie unablässlich irgendwelche Nachrichten eintippten, dann erlebe ich das jetzt mit meinem eigenen Gerät. Gott sei Dank. So manch eingeschlafener Kontakt wird wieder aktiviert und da, wo es sonst nur um Austausch von Informationen ging, geht der eine oder andere aufmunternde Gruß hin und her. In der Krise entsteht neues Leben. Solch ein aufmunterndes Wort will uns auch Jesus im Evangelium des heutigen Tages sagen. Es geht bei der Auferstehung des Lazarus nicht um eine Vorwegnahme der Auferstehung, vielmehr wird Christus uns noch einmal deutlich machen, seht her, die Toten, sie schlafen nur. Ich kann sie wieder auferwecken. Und irgendwann am Ende der Zweiten entsteht für alle, die jetzt den Schlaf des Todes schlafen, neues Leben, ewiges Leben. Wir dürfen und können uns auch in diesem Jahr Ostern feiern in aller Einstellung. Auch die Lesung aus dem Buch des Propheten Ezechiel bringt eine klare Botschaft. Ein Volk im Exil, Israel in der babylonischen Gefangenschaft. Ohne die Möglichkeit, als Volk zusammenzuleben, ohne Perspektive, wie tot. Dieses Volk bekommt die Verheißung neuen Lebens. Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. Diese Verheißung hat sich erfüllt. Das Volk kehrte zurück und neues Leben entstand in Israel. Wir hören heute diese Worte und dürfen sie auch auf uns beziehen. Es wächst Neues in der jetzigen Situation. Andere Wege tun sich auf in der Krise, neue Kontakte entstehen. Manches davon wird über die Krise heraus bleiben und unser Leben neu bereichern. Und hoffentlich gelingt es uns auch, die Demut gegenüber der Schöpfung, von der wir ein Teil sind, wieder ernster zu nehmen. Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herrn. Amen.
Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Der Gott des Lebens will uns und alle aus ihren Hütten erretten. Zu ihm rufen wir. Wir bitten für alle am Coronavirus Erkrankten, für alle, die um ihr Leben kämpfen, für alle, die in den medizinischen und pflegerischen Berufen für die Kranken und für alte Menschen im Einsatz sind. Du Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die um ihren Arbeitsplatz fürchten oder in ihrer Existenz bedroht sind. Für alle, die im Dienst für uns und die Gesellschaft gerade auch in der Krisenzeit arbeiten, oft unter erschwerten Bedingungen. Du Gott des Lebens, wir beten für uns. Wir beten für die Menschen in den vielen Ländern mit einem nur wenig ausgebauten Gesundheitssystem. Für Arme weltweit und für Menschen ohne Obdach bei uns, denen schon die Einhaltung von Hygieneregeln nur schwer möglich ist. Du Gott des Lebens, erhöre uns. Wir beten für alle Menschen auf der Flucht, besonders für die auf den griechischen Inseln, für alle, die vor Ort mit begrenzten Möglichkeiten und trotz Anfeindungen helfen. Für alle, die angesichts der Not ihre Ohnmacht spüren. Du Gott des Lebens, wir bitten für die Arbeit des Hilfswerks Miserior und für alle, die mit Miserior zusammenarbeiten im Einsatz für Frieden und Entwicklung. Für alle, die durch die Projekte Hilfe bekommen und Hoffnung erfahren. Du Gott des Lebens, wir bitten für die Christinnen und Christen, die sich zu Gebet und Gottesdienst verbinden, auch ohne, dass wir zusammenkommen können, und für alle, die dafür zu neuen, kreativen Wegen einladen. Du Gott des Lebens, wir bitten für alle, die es nur schwer aushalten können, zu Hause allein oder nur mit der Familie zusammen zu sein, besonders für die vielen tatsächlich oder vielleicht Corona-Infizierten in strenger Quarantäne. Du Gott des Lebens, wir bitten für uns selbst, in unseren Hüten und mit den Sorgen um Menschen in der Familie und im Bekanntenkreis, für unsere Toten und alle, die um sie trauern. Du Gott des Lebens, du Gott, begleitest uns auf allen Wegen. Du führst uns durch den Tod zum Leben. Dich loben und preisen wir jetzt und alle Zeit. Amen. Thank you.
anfallender göttlichen Leben erhalten. Bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Ja, das ist gut. Lasset uns danken mit dem Namen unseres Gottes. Und das ist würdig und richtig. Wir danken dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, und preisen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, dein Wort, hast du die Welt geschaffen und längst sie in deiner Weisheit. Ihn, deinen menschgewordenen Sohn, hast du uns zum Hüter gegeben. Du hast deine Botschaft verkündet und uns gerufen, ihm zu folgen. Du hast uns erlöst durch sein Kreuz und mit deinem Geist besiegelt. Er ist der Weg, der uns zu dir führt. Er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude. Durch ihn führst du deine Söhne und Töchter zusammen zu einer einzigen Familie. Dann nimm mir jetzt und in Ewigkeit deine Erbarmen und singe mit den Blumen der Engel, dass du deine Herrlichkeit. Stärke unsere Einheit mit deinem ganzen Volk in unserem Herzen.
Priestern und Diakonen und mit allen Männern und Frauen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Dass die Gläubigen die Zeichen der Zeit verstehen und sich mit ganzer Kraft für das Evangelium einsetzen. Mache uns offen für das, was die Menschen bewegt, dass wir ihre Trauer und Angst, ihre Freude und Hoffnung teilen und als treue Zeugen der frohen Botschaft mit ihnen hier entgegengehen. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die in Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen, deren Glauben nur allein ist. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Frieden. Unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der Segen Jungfrau und Gottesmutter Maria, den Aposteln und den Märtyrern und allen Heiligen dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn, mit ihm und in ihm ist dir Gott ein mächtiger Vater und der Einheit des Heiligen Geistes aller Herrlichkeit und Ehre. Jetzt.
Gott, guter Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Beistand, den du uns geschenkt hast, im Wort und Sakrament deines geliebten Sohnes. Durch den Heiligen Geist kann dein Beistand uns spürbar alle Tage unseres Lebens bis in alle Ewigkeit. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag, seien Sie kreativ im Umgang miteinander, in den Medien, in den sozialen Medien und einfach in einem Winkel über den Bartholz und Nachbarn und fragen wir ihn sehr gesund. Dass uns Gottes Segen auf uns alle herkommt. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Segen und behüte euch, der gute und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hier finden wir. Thank you.